Servus Freunde der taktischen Unterhaltung, mein Name ist Tactical Viper und heute geht es weiter mit meiner Battlefield 1 Videoreihe, wo ich euch die Waffen, Fahr- oder Flugzeuge vorstelle, die unbedingt meiner Meinung nach im Spiel enthalten sein müssen. Dabei gehen wir einzeln durch die verschiedenen Nationen durch und falls die Waffe bzw. das Fahr- oder Flugzeug schon bestätigt sein sollte, dann werde ich euch das dementsprechend im Video mitteilen. In der letzten Folge habe ich euch die Maschinengewehre der Entente vorgestellt und heute stelle ich euch die bekanntesten und wichtigsten Gewehre der Entente vor, also den Bündnis zwischen dem Vereinigten Königreich, Frankreich und der USA. Wie auch in der letzten Folge beachten wir Russland nicht und wer wissen will, wieso, sollte sich nochmal die letzte Folge anschauen. Beginnen wir erneut beim Vereinigten Königreich und den zwei wohl bekanntesten Gewehren Short Magazine Lee Enfield Mark III und Pattern 14 Mark I. Beim Short Magazine Lee Enfield oder kurz SMLE handelt es sich um ein britisches Ordnanzgewehr, das seit 100 Jahren mit weit über 40 unterschiedlichen Versionen zum Einsatz kam. Der Vorgänger des SMLE wurde von James Paris Lee entwickelt, der 1879 ein ähnliches Gewehr patentieren ließ und so den Grundstein für spätere Gewehre gelegt hatte. 16 Jahre später, also 1895, wurde dann das Lee Enfield Mark I eingeführt und wurde 1902 schließlich vom SMLE abgelöst. Gerade die hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit des Mark III sprachen für das Gewehr und mit 20 bis 30 Schuss pro Minute bei insgesamt 10 Patronen vom Kaliber 7,7x56mm R war sie eine gefürchtete und weit verbreitete Waffe im Ersten Weltkrieg. In Battlefield 1 wurde bereits das Lee Enfield im Trailer gesichtet, aber es ist schwer zu sagen, ob es sich dabei um die Mark III oder eine andere Version handelt. Fest steht aber, es ist eine Lee Enfield und sie wird im Spiel enthalten sein. Beim Pattern 14 Mark I handelt es sich dabei um ein weiteres britisches Repetiergewehr, das sowohl im Ersten Weltkrieg als auch im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam und hauptsächlich als Scharfschützengewehr genutzt wurde. Im Gegensatz zum SMLE war das Pattern 14 mit 4 kg etwas schwerer und bot dadurch mehr Stabilität und Präzision, daher auch die Scharfschützenrolle. Da es doch sehr beliebt war, kann ich mir vorstellen, dass es in Battlefield 1 neben dem SMLE auch das Pattern 14 ins Spiel schafft, vielleicht extra nur für die Scout-Klasse. Für die Amerikaner gibt es ebenfalls zwei bekannte Gewehre zu dieser Zeit, wobei eines davon eher eine Schrotflinte ist. Beginnen wir beim legendären M1903 Springfield-Gewehr, das ab 1903 bis 1944 von der Springfield Armory in Massachusetts in Serie produziert wurde. Hier kam zum Beispiel das Mauser-Verschlusssystem zum Einsatz, wofür die US-Regierung damals 2 Millionen US-Dollar für die Produktionsrechte bezahlt hatte. Allgemein ist das Springfield-Gewehr eher ein Hybrid aus dem deutschen Mauser-Gewehr 98 und dem norwegischen Krag-Jørgensen-Gewehr, das übrigens 1892 als Ordnanzwaffe der USA galt. 1900 sollte aber auf Anweisung des Chief of Ordnance ein Gewehr entwickelt werden, das die vorhandenen Krag-Jørgensen-Gewehre ersetzen sollte. Übrigens sagt man in der USA, dass das M1903 Springfield-Gewehr das beste Infanteriegewehr aller Zeiten gewesen war und neue Maßstäbe gesetzt hatte. Dummerweise stammt ein Großteil der technischen Ideen aus Deutschland, Großbritannien und den skandinavischen Ländern. Laut diversen Quellen soll man bereits das Springfield-Gewehr in Battlefield 1 gesichtet haben, allerdings ist dieses Material nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Aber ich gehe stark davon aus, dass dieses legendäre Gewehr auf jeden Fall dabei sein wird. Kommen wir jetzt zu der eigentlichen Schrotflinte namens Winchester Modell 1897. Dabei handelt es sich um eine Slide-Action bzw. Pump-Action Shotgun, die 1897 von der Winchester Repeating Arms Company entwickelt wurde. Insgesamt wurden bis zum Produktionsstopp im Jahre 1957 weit über 1 Million Waffen dieses Typs in verschiedenen Ausführungen hergestellt. Im Ersten Weltkrieg gab es eine kurzläufige Kaliber 12 Ausführung, die auch bekannt ist unter dem Namen Trench Gun, mit insgesamt 6 Patronen im Magazin. Im Battlefield 1 Trailer haben wir bereits die Pump-Action Shotgun entdeckt, von daher wird sie auf jeden Fall im Spiel enthalten sein. Kommen wir zum Abschluss zu den französischen Waffen und da habe ich mich ehrlich gesagt sehr schwer getan, denn es gibt einfach so viele Gewehre, die auch tatsächlich im Ersten Weltkrieg zum Einsatz kamen. Ich habe mich hier mal auf 2 Gewehre festgelegt, die meiner Meinung nach die bekanntesten waren. Da haben wir einmal das Fusil Modell 1886 M93 Le Bel und das Fusil Modell 1915 Berthier. Beim M93 handelt es sich um ein französisches Boat-Action-Gewehr, das im Ersten Weltkrieg als Standardgewehr für die französische Armee galt. Hergestellt wurde das Gewehr im Jahr 1886 und war damit das erste Gewehr, welches eine neue Munitionsart nutzen konnte. Die Rede ist hier von dem rauchlosen Schießpulver, das von dem französischen Chemiker Paul Vivier entwickelt wurde. Dank der Mischung aus Schießbaumwolle, Ether und Alkohol konnte man eine dreifache Explosionswirkung im Gegensatz zum Schwarzpulver erzielen. Dadurch konnte die Patronengröße verringert werden und Soldaten konnten mehr Munition mit sich tragen. Das sorgte für eine Revolution in der Waffentechnik und die französische Regierung setzte sofort ein Komitee ein, das beauftragt wurde, auf Basis der Munition eine neue Waffe zu entwickeln. So entstand in kürzester Zeit die Fusil Modell 1886 Le Bel und in den darauffolgenden Jahren die verbesserte Version M93. Trotz zuvor beseitigter Fehler waren auch hier wieder neue Mängel aufgetreten, zum Beispiel benötigte der Schütze zum Nachladen der 8 Patronen viel zu lange und war so ein leichtes Ziel auf dem Schlachtfeld. Das Berthier war ebenfalls ein französisches Boat-Action-Gewehr, das seit 1890 bis zum Zweiten Weltkrieg genutzt wurde, natürlich stets weiterentwickelt.
Da die Karabiner-Version so erfolgreich war, wurde kurz darauf die 1957 eingeführt, die allerdings deutlich zu lang war und sich deshalb nicht als Karabiner bezeichnen durfte. Interessant ist auch, dass sie trotz der Länge deutlich leichter und einfacher zu benutzen war als der Vorgänger M93 Le Bel. Die Bijadier sind allgemein auch bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Belastbarkeit, egal ob Hitze oder extreme Kälte. Trotz dass mir derzeit keinerlei Informationen vorliegen und ich auch die Gewehre nicht im Trailer gesehen habe, gehe ich dennoch stark davon aus, dass mindestens eines dieser Gewehre es in Battlefield 1 schaffen wird. Natürlich gibt es noch weitaus mehr Gewehre, gerade bei den Franzosen, allerdings wie gesagt würde das doch den Rahmen des Videos sprengen. Deswegen, falls ihr dennoch ein wichtiges Gewehr vermisst, vielleicht bei den Franzosen, dann schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und falls ja, dann gebt diesem Video doch euer Like. Ansonsten hören wir uns spätestens in einem neuen Video wieder. Bis dahin, euer Viper.